Liebe Zuschauer, die Aktie von Apple läuft und läuft von einem Rekordhoch zum nächsten. Und das wird Star-Investor Warren Buffett doch deutlich freuen, der seinen Anteil an Apple in den letzten Monaten ja nach oben geschraubt hat. Dr. Max Schott von der Vermögensverwaltung Sand und Schott, ja, welchen Anteil an der Apple, am Apple High, bei diesem Höhenflug, hat denn die Beteiligung von Warren Buffett? Hat das die Aktie erst so richtig befeuert? Also es hilft natürlich auch einer Aktie wie Apple, die ja jetzt über 800 Milliarden Dollar Börsenkapitalisierung, hilft es natürlich schon, wenn Warren Buffett für einen zweistelligen Milliardenbetrag Aktien kauft von diesem Unternehmen. Andererseits ist es natürlich bei Apple so, Apple hat 1 Milliarde aktive Nutzer auf ihren Geräten zwischenzeitlich. Und die machen ja nicht nur Umsatz beim Erwerb des Gerätes, sondern machen ja Umsatz über Apps und die ganzen Benutzungen, die sie haben. Und dazu kommt, dass Apple auch mehr und mehr weniger als Technologieunternehmen gesehen wird, sondern vermehrt als Konsumunternehmen. Und Konsumunternehmen erlauben andere Bewertungen. Also auch hier kommt noch einmal ein zusätzlicher Einfluss positiv für Apple hinzu. Ja, wenn man sich das anschaut, ist Apple natürlich ein wichtiges Unternehmen momentan für Warren Buffett und für seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway. Vielleicht auch ein Goldesel, wenn man momentan auch gut damit verdienen kann. Aber was liegt denn sonst noch in seinem Portfolio? Also Warren Buffett führt ein hochkonzentriertes Portfolio. Die ersten 6 Positionen in seinem Portfolio machen über 50% seines Gesamtportfolios aus. Größten Anteil des Unternehmens ist Kraft Heinz, also am Ende des Tages Ketchup. An nächster Stelle kommt Wells Fargo, also eine Bank. Dritte Stelle ist Coca-Cola. Danach kam IBM. IBM hat er jetzt ein bisschen reduziert in den vergangenen 14 Tagen. Und ich meine, dann müsste Apple schon an der nächsten Stelle sein, zwischenzeitlich. Also das Unternehmen, auf das momentan alle schauen, das gut Geld verdienen und das auch den Aktionären so viel Freude macht. Ja, Warren Buffett wird von vielen Anlegern richtig verehrt. Die Aktie ist die teuerste Aktie der Welt, kann man sagen. Alles, was Warren Buffett anfasst, wird zu Gold oder ist das übertrieben? Also mit Gold wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil Gold ist ja auch von 1900 Dollar auf 1200 Dollar abgestürzt. Aber muss ich ehrlich sagen, also wir haben jetzt die Daten seit 1987 von Warren Buffett, seiner Berkshire Hathaway. Er hat seit dieser Zeit pro Jahr 16% pro Jahr gut gemacht, der S&P 500 lediglich 10%. Also die Outperformance über diesen langen Zeitraum ist sicherlich beachtlich. Allerdings, ich meine, der junge Mann wird 86 mit seinen 80 Milliarden Vermögen. Die letzten 5 Jahre ist er schlechter gelaufen als der S&P 500 und das auch mit deutlich höherer Volatilität. Also die Aktie hätten wir langfristig auf jeden Fall alle im Depot haben. Ja. Ja. Was passiert, wenn sich Warren Buffett jetzt von einem Unternehmen trennt? Inwieweit kommt das dann zu vielen Nachahmereffekten, dass die Anleger sich auch von dieser Aktie trennen? Wie sieht es da mit der Performance aus? Also das kann man unterscheiden in kurzfristigen Effekt und langfristigen Effekt. Also kurzfristiger Effekt ist sicherlich auch psychologischer Natur. Warren Buffett trennt sich, das heißt also es kommt schon mal furchtbar viele Aktien zum Verkauf, die erstmal Einkäufer finden müssen. Und die Marktpsychologie ist dann sicherlich kurzfristig eher negativ. Und das sieht man auch bei den Unternehmen, die er jetzt so in den letzten 8 Jahren verkauft hat. Wir haben das analysiert. So in den ersten 3 Monaten bis ein Jahr laufen die Aktien ein bisschen schlechter als der breite Markt. Breite Markt ist jetzt hier in diesem Fall der S&P 500. Allerdings nach 3 Jahren sind die Unternehmen dann bereits besser gelaufen mit rund 8% als der S&P 500. Und nach 5 Jahren sind wir bei knapp 60%, die Unternehmen mehr an Erfolg generiert haben als der breite Markt der S&P 500, der in den vergangenen 5 Jahren ja auch schon fantastisch gelaufen ist. Ja, liebe Zuschauer, soweit unser Blick auf das Portfolio von Warren Buffett, dem Star-Investor, dem nach wie vor viele Anleger folgen, den sie regelrecht verehren. Und Unternehmen wie Apple geben ihm ja auch, was den Erfolg betrifft, durchaus recht. Dr. Max Schott, vielen Dank fürs Interview. Dankeschön.